In Radcliffe Bay Mysteries von Martin Kallenborn und Matthias Prinz reisen 1 bis 5 SpielerInnen ab 12 Jahren als Ermittlungsteam in den scheinbar beschaulichen Küstenort Radcliffe Bay. Dort sollt ihr 4 spannenden Fällen auf den Grund gehen. Ihr werdet dabei zahlreiche skurrile Einwohner treffen, die alle ihre Eigenheiten und manches düsteres Geheimnis haben. Doch es gilt herauszufinden, wer wirklich etwas zu verbergen hat. Radcliffe Bay Mysteries ist das ideale Detektivspiel für Familien, aber auch für erfahrene Detektive, denn es bietet einen leichten Einstieg in das Spielprinzip. Der erste Fall leitet euch durch die ersten paar Entscheidungen in Radcliffe Bay und bringt euch Stück für Stück die Regeln bei. Dafür nehmt ihr einfach die Materialien aus dem Fach Fall 1, ein ganz gewöhnlicher Raub, aus der Schachtel heraus. Wichtig, verändert dabei nicht die Reihenfolge der Karten im Stapel und verteilt die Karten auf den passenden Feldern auf dem Spielplan. Die Intro-Tafel verrät euch mehr zur Geschichte, denn eigentlich seid ihr der Viper, einem ominösen Meisterdieb, auf der Spur. Doch kaum seid ihr in Radcliffe Bay angekommen, verstrickt euch euer Kontaktmann Inspector Frenchman in die Ermittlungen um den Einbruch in die Prisset Mansion. Die Intro-Tafel fordert euch auf, die Newskarte 8 zu nehmen, die euch erklärt, wie ihr zur Prisset Mansion kommt. Sie weist euch an, die Regel 1, neue Orte zu befolgen, mit der die Prisset Mansion ins Spiel kommt, wo sie abgelegt wird und dass ihr sie besucht. In der Prisset Mansion um 8 Uhr trefft ihr auf Anita Sanchez und habt auch euren Kontaktmann Tom Frenchman dabei. Diese beiden Personenkarten dürft ihr euch nun direkt aus dem Stapel der Personenkarten nehmen. Außerdem findet ihr noch das Objekt Karte B. In diesem Falle zertretene Erdnüsse. All diese Regeln werden euch häppchenweise durch die Anleitung und durch die Karten selbst beigebracht und ihr könnt jetzt schon eure ersten Entscheidungen fällen. Damit endet auch schon die erste Runde und die nächste beginnt um 9 Uhr, denn jede Runde verstreicht eine Stunde in der Geschichte des Spiels. Das ist das Besondere, denn nach und nach kommen immer mehr Orte hinzu. Und ihr müsst euch entscheiden, zu welcher Uhrzeit ihr wohin geht, denn ihr könnt zu jeder Uhrzeit nur an einem Ort gleichzeitig sein. Was an den anderen Orten passiert, das verpasst ihr dann natürlich, wenn ihr dort nicht seid. Ihr müsst diskutieren, kombinieren und auch mal eurem Instinkt folgen, um die richtige Lösung zu finden. Wenn ihr der Meinung seid, herausgefunden zu haben, wer den Raub wirklich begangen hat, legt ihr die Personenkarte des oder der Verdächtigen an die Rückseite der Intro-Tafel an. Und das clevere Lösungssystem verrät euch, ob ihr wirklich richtig gelegen habt. Also, findet es heraus, löst die 4 Fälle von Radcliffe Bay Mysteries und seid richtige Detektive. Kosmos. Hier spielt das Leben.